Ja, ich grüße euch. Heute gibt es eine kleine Vorstellung vom Schuhbau Classic Hunter 2 von Ron Laclair in einer 54 Zoll Bogenlänge auf 28 Zoll 45 Pfund Auszug. Die Firma Botnick Boss hat mir diesen Bogen mal zum Testen geschickt. Ich bin echt gespannt. Man liest viel, man hört viel über die Schuhbaus im Moment in der Bogensportszene in Social Media. Ich bin einfach mal gespannt, ob dieser Bogen wirklich seinem Ruf gerecht wird als sehr, sehr kurzer und leistungsfähiger Jagdhybrid, der auch über 30 Zoll Auszugslänge definitiv noch sehr, sehr gemütlich seine Arbeit macht und den Pfeil sehr, sehr präzise in sein Ziel bringt. Nochmal an die Firma Botnick Boss, vielen, vielen Dank, dass ihr mir ermöglicht habt, mal diesen Bogen überhaupt zu testen, den man ja sonst nur aus Amerika kennt. Die Amerikaner, denke ich, mit Ron Laclair haben sich sehr, sehr viel Gedanken gemacht um dieses Bogendesign. Deshalb finde ich das Ganze schon einzigartig, dass ich jetzt mal einen Bogen amerikanischen Wurzeln einfach mal testen darf und meine Erfahrungen mit euch teilen darf. Vielen, vielen Dank an euch. Es geht gleich los mit diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich lasse euch teilhaben. Ich blende am Ende des Videos noch die verschiedenen Schuhbausmodelle ein, die jetzt alle mittlerweile von der Firma Botnick Boss gebaut werden. Ein Hingucker auf jeden Fall. Schaut mal rein. Am Ende gibt es noch ein Potpourri. Viel, viel Spaß bei diesem Video. Danke euch. Ciao. Bräuchten wir immer noch das Auszugsverhalten. Im Schuhbaus wird ja nachgesagt, dass es selbst über 30 Zoll Auszug noch sehr, sehr gemütlich nach hinten raus sind und noch einiges an Spielraum lassen, dass er hinten kein Stacking verursachen, trotz der kurzen Länge. Ich bin gespannt, wie er sich ausziehen lässt. Dieser Pfeil ist jetzt ungefähr 31 Zoll lang. Mein Auszug liegt normalerweise bei 29. Wir probieren es einfach mal wirklich aus, ob dieser Bogen nach hinten hin ein Stacking verursacht oder sich gemütlich ausziehen lässt. An der 29 Zoll ist er recht gemütlich, würde ich sagen. Der Auszug ist sehr weich, er ist jetzt schon straff, aber weich. So würde ich ihn beschreiben. Jetzt beleuchten wir halt mal den längeren Auszug von über 30 Zoll. Das sind jetzt genau 31 Zoll bis mit dem Bogenfenster nach hinten hin. Du merkst kein Stacking, also es wäre noch ein bisschen Luft auf 32 Zoll, aber so lange habe ich keinen Pfeil. Ich bin begeistert auf diese Bogenlänge. So ein weicher Auszug selbst über die Grenze von 29 Zoll raus, kein Stacking, Wahnsinn, ich bin begeistert. Machen wir jetzt mal noch einen kleinen Schusstest und anschließend gibt es noch das Fazit und dann schauen wir einfach. Zum Abschluss noch ein paar Worte bei den Schuhbau Classic Hunter 54 Zoll
bin gespannt. Ich bin begeistert. Dieses Nicaragua Coco Bolo, in dem Wurf an und in dem Griff, wie das spiegelt ein tolles Grunddesign. Der Bogen ist schnell, der Bogen ist präzise. Der Bogen macht einfach sehr, sehr viel Spaß zum Schießen. Es hat mich echt gefreut, dass mir die Firma Botnik Boss diesen Testbogen zukommen lassen hat. Ein Leichtgewicht mit 420 Gramm. Optional würde ich aus meiner Erfahrung her noch einen Bogenköcher anmontieren, da er mit 480 Gramm doch ein bisschen leicht ist und es würde noch ein bisschen mehr Schussruhe reinbringen. Schussruhig ist er ja so oder so schon, nur man könnte es noch so ein kleines Quäntchen noch ein bisschen rauskitzeln. Ansonsten blende ich euch jetzt gleich mal noch die Schuber-Palette am Ende dieses Videos ein. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Macht euch ein Bild von den Schuhbaus, probiert sie mal aus, es lohnt sich. Vielen, vielen Dank. Ciao, haut rein.